Willkommen bei Sozial- und fachlichen Betreuung. Heute geht es um das Thema Mäusejagd. Natürlich Klassenspiele und Lückenfüller. Sorry, vergessen. So, die Mäusejagd. Bis auf zwei Schüler. Die Maus und Katze werden. Stellen sich alle anderen Schüler zu einer Matrix auf. Dazu müssen sich die Schüler in eine Reihe aufstellen. Es sollen in etwa so viele Reihen geben, wie es auch Schüler pro Reihe gibt. Also zum Beispiel 4 Reihen mit jeweils 4 Schülern. Die Schüler, die die Reihen bilden, stehen armweit auseinander und heben ihre Arme zur Seite. Die Maus muss nun vor der Katze davonlaufen. Sie darf dazu durch die Reihen und außen um die Reihen herumlaufen. Weder sie noch die Katze darf unter den Armen der Reihen hindurch. Die Maus darf aber Käse rufen, dann müssen sich die Schüler der Reihen um 90 Grad drehen, sodass die Reihen sich neu einordnen. Die Maus darf auch an eine Reihe andocken. Der Schüler, an den die Maus andockt, wird die neue Katze. Die alte Maus wird Bestandteil der Reihe und die alte Katze wird zur neuen Maus. So, das Beispiel Mäusejagd. Viel Spaß noch!